So, dann schauen wir mal, ob wir heute es hinbekommen, Schokobos zu stellen. Und ob wir es vielleicht sogar bis zum sogenannten Goldigen schaffen. Zuerst brauchen wir ganz viel Grünzeug. Wie viel soll ich kaufen? Fange jetzt mal mit 25 an, das ist schon ziemlich viel. Dann hast du noch einen Tipp für mich? Einen sehr guten Schokobo mit einem guten Schokobo. Karobnüsse fressen, vielleicht so ein Schokobo. Okay. Machen Karobnüsse habe ich schon. Schauen wir mal. Typ. Habe ich noch keine? Okay. Dann schauen wir mal kurz. Wir schrauben jetzt mal die Tischlung auf, die wir brauchen. Das war ein guter Schokobon und ein sehr guter Schokobon, ne? Schauen wir mal. Hoppala. Okay. Bergschokobo. Ja, ein Bergschokobo, sonst würdest du einen sehr guten Schokobo oder einem guten Schokobo die Karobnuss. Jo. Ich würde mal sagen, wir lassen den frei. Okay, und dann brauchen wir auf jeden Fall mal sehr gut Schokobos. Und wir brauchen die richtigen Nüsse. Wo bekommen wir diese Nüsse? Karobnuss. Das wird nur sehr lustig. Schauen wir, ob der Weise was Neues zu sagen hat. Falls nicht, haben wir fast gehabt. Jetzt, wo ich dabei daran denke. Oh ne, das schaue ich nachher. Also für eine Schokobo. Hast du eine Karobnuss? Nee, du hast nur Prof und Tram. Hast du was Neues? Okay. Ja, dann schauen wir mal für Schokobus. Bis gleich. So, dann suchen wir mal nach Schokobus. Wir brauchen auf jeden Fall mal. Das ist der richtige? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Okay, ja, irgendwie. Haben wir ihn gefangen, nun gut. Eine Raumzeitbombe, sehr schön. So, mein Junge.
Ab in den Stall mit dir. Sehr schön, noch eine Schokobo. Wissen leider nicht, ob es der richtige ist. Aber wir nehmen jetzt so viele mit, wie wir können. Und sondern nachher die raus, die wir nicht gebrauchen können. Wir brauchen zwei gute Schokobos, ein Männlein und ein Weiblein. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt zwei Schokobos gesehen, zwei verschiedene Schokobos-Gruppen gesehen. Ich würde mal vorstellen, dass wir uns ansehen im Stall, welche die sind, die wir brauchen. Okay, den hatte ich schon vorhin. Die zwei haben wir jetzt gefangen. Und dieser war jetzt der letzte. Den brauchen wir. Es ist ein Manager, wie nennen wir ihn? Ich nehme einfach mal Kalse. Das ist das erste, was mir in den Kopf ging. So. Nee! Nee, ich wollte mit zwei. Nee, einer geht eigentlich, weiß, eigentlich locker. Kalse. Gut. So, die anderen können wir freilassen. Nein. Die wir gerade noch fehlen können, lassen wir dann frei. Den auch weg. Und den hier auch, und dann brauchen wir noch einen weiblichen guten. Also, ich melde mich einfach, sobald ich einen gefunden habe. Ihr wisst ja, wo es jetzt die gibt. Bis gleich. Neuer Tipp. Korall, der dicht umwachsen ist, müsstest du einen fangen können. Und Karobnüsse müsstest du dort auch finden. Okay. Also die Schokobos, die wir brauchen, südwestlich von Korallen haben wir ja gerade drauf. Sind wir ja gerade dabei. Sehr schön. Die Nüsse sind also auch auf Inseln südlich vom Weisen. Okay. Ich will jetzt mal wissen, den Schokobo, den ich gefangen habe, ob der jetzt was ist oder nicht.
Ja, ich habe noch einen guten Schokobo gefunden, aber der war leider auch ein Mensch. Den lassen wir nicht nach mal wieder frei. So, nächster Tipp. Ich will ihn nochmal durchlesen. Bei Korall und dem Gemüt. Okay, Babylon Village. Okay. Immer mehr Informationen, das ist sehr gut. Ja, dann, die Nüsse werden wir dann höchstwahrscheinlich hier auf diesen Inseln hier finden oder auch hier noch. Kann ich von irgendwelchen Ungeheuern stehlen. Und die Schokobos ist Korall. Südwestlich von Korall kann das sein. Ja, ich glaube, da wo wir gerade dabei sind, ist immer noch gut. Auch wenn das eher Südosten ist, ne? Aber gut, ich werde dann weiter versuchen. Bis gleich. Noch ein Tipp. Okay, dann wissen wir ja schon, was nachher auf dem Programm steht. Na wunderbar. Sehr krass gespielt, aber sehr krass.
Science-Fiction an. Halt voll ist. Also uninteressant für euch, sag ich mal so, weil. Was macht der Typ da hinten? Ah, oh, sicher. Nein, 100 geht nicht. Okay, gut, nice. Jetzt haben wir schon 100 GP. Das werden wir auf jeden Fall in Battle Square testen. Aber zuerst Schokobo Square trainieren. Das kostet ja keine GP, dann ich hoffe mal. Fangen wir mal mit Kaul an. Okay. Ja. Ja, ich mach mal automatisch. Also, Kaul geht mal ab wie Sau. Ich glaube, das klappt ohne Problem. Was soll ich mit dieser Höhle? Ja, Kaul, du bist einfach ein Meister. Gemüse. Okay, sehr schön. Können komplett. Gib mir was Böses, okay, ja.
ich glaube, das sollte klappen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt zeige oder nicht. Auf jeden Fall wird es beschleunigt. Ja, bis gleich dann. Thank you.
Was war überhaupt das Speed Square? Das konnte ich ja noch nicht testen. Interessant, ja, du los, was ich nehme. Das wird alles in Ruhe. Okay, und bla bla bla. Wenn er voll ist, macht er Brumm und wenn er leer ist, macht er fünf Schaufeln. Okay. Ja. Dann ballern wir mal. Okay. Was muss man schießen? Was zur Hölle ist das denn? Alles abknallen, mehr Luftschiffe abknallen, die sind 50 wert. Wo bin ich? Da war ein UFO. Nein, U-Boot. Sterne sind auch Punkte wert, okay. Stalagmiten sind auch Punkte wert. Ah, das sind Stalagmiten. Die sind hier im Schokobo-Rennen auch drin. Funkel sind 70 wert. Aha. Von uns. UFOs habe ich irgendwie nicht erwischt. Das soll so eine Attraktion sein. Das sieht mir etwas zu gefährlich aus für meinen Geschmack. Was war das denn? Helikopter, okay. Die Infos sind einfach zu schnell. Okay, das UFO habe ich nicht hinbekommen. Schade. Das ist das andere, das Licht. Ne, habe ich auch nicht hingekommen. So, das war ja jetzt sehr interessant. Aber ich wollte eigentlich wissen, was ich mit meinen Gold Toaster Points anscheinend kann. Okay. Sag mir mal hier, was kann ich kaufen? Ja, dann sag mal. Nee, das kannst du knicken. Okay, ja, jetzt eigentlich jedes Square einmal abbrennen, um zu schauen. Ja, nee, das ist so interessant, das haben wir schon gemacht. Wo bin ich? Hallo? Ah. Sollen wir mal kurz hier übernachten? Ja, machen wir das mal, ja.
Oh Mann. Ja, willkommen. Jojo. Okay, was war hier noch mal im Shop? Ja, normales Zeug brauchen wir nicht mehr. Jungfernkuss und so wäre gut gewesen für auf dem Battle Square, aber da sind wir ja Gott sei Dank endlich fertig. So, Wonder Square. Ne, das hier ist Battle Square. Uninteressant also. Da kann man ja nur. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ja, war auch so ein Preiseverteiler, wenn ich mich richtig erinnere. Was hast du denn so für Zeugs? Schokobo kann man da auch noch tauschen. Hoppala. Ja, übrigens, ich habe sie jetzt die guten auf A gebracht und also die sehr guten auf A. Okay, ne, hier ist also auch nichts. Das bedeutet wirklich nur auf dem Wonder Square kann man umtauschen. Turbo Ether wären zwar schon nice. Schauen wir mal, was das hier ist. Nice. Brauchen wir nur noch eine davon. Nehmen wir noch ein paar Turbo-Ether mit. Und ein paar Ether, bla bla bla. Ich gebe jetzt einfach alles aus und dann treffen wir uns bei dem Gegner zurück, der anscheinend noch eine Karobnuss hat. Bis gleich. Glaube, wir sind hier richtig. So, der müsste das haben, was ich brauche. Ja, gut. Bye bye. Die waren auch in der Arena jetzt, wo ich daran denke. Die hatten wirklich viel Leben. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ich möchte aber jetzt gerne Clouds Limit-Technik mal ausprobieren. Irgendwann. Mann, das dauert so lange. Komm, das sollte jetzt reichen. Mann! Geht doch. Das müsste auch einigermaßen viel AP gewesen sein, ne? Nur 40. Hm. Gut, dann checken wir doch mal sofort den Weisen, ob der was Neues für uns hat für den nächsten Schokobo auf dem Plan. Okay. Also immer noch nichts Neues. So. Also schicken wir jetzt mal zwei Schokobos. Vorher.
speichern wir. Ich nehme an, dass wenn ich. Wie stellen wir das am besten an? Ich speichere jetzt mal. Präventiv. Und dann schauen wir mal, ob wir Glück haben oder nicht und die richtigen Schokos bekommen. So, dann schauen wir mal. So, schreib du mehr auf, bitte. So, was haben wir jetzt? Okay, ein Bag Schokobus. Findest du einen sehr guten oder einen guten? Okay. Okay. Ja, haben wir. Haben wir auch. Okay, das bedeutet, wir brauchen noch eine Karobnis. Okay. Schokobrust zischen. So. Nalema. Mit Fritz. Dann die Karobnus. Okay, ein Rinn. Der ist man nicht. Sehr schön. Bist du? Sehr gut. Dann abspeichern gehen. Der ist männlich. Wir brauchen also einen weiblichen anderen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Du? Interessant. Wenn man zweimal den gleichen wählt, sagt man ja, nee, sie müssen zwei andere Geschlechter sein. Dass da manchmal Kekse verbockt sind, ist schon seltsam. Nee, kein Gemüse. Gemüse habt ihr genug bekommen. Die brauchen wir für später noch. Ja, sowieso, wir müssen eh, glaube ich, nachher noch die anderen zwei voll trainieren. Das mache ich aber dann offscreen, ne? Für nächstes Mal. So, Carol mit Bobs. Auch eine Karobnus. Und dann sag mir bitte, dass es ein weiblicher ist. Bitte. Einen weiblichen blauen brauche ich. Nee. Moment. Der ist zwar nicht blau, oder? Hab ich da jetzt nicht aufgepasst? Hoppala. Bin jetzt etwas verwirrt. Das hier ist. Ich muss das jetzt testen, weil ich bin mir wirklich nicht sicher. Ne. Ja, die sind gleich. Das ist schlecht.
Aber das ist mal ein Berg, ne? Der kann Berge hoch. Oder? Ja. Okay, aber der andere auch, ne? Das ist wirklich doof. Da muss man wirklich noch ein wenig herumprobieren. Okay, aber das ist gleich, ne? Also wieder von vorn, Mist. Also Gott sei Dank habe ich ein Safe-Set gemacht. Und das ist ein blauer, verdammt. Ach. Ja, blau kann ich... Ich gehe mir jetzt was zu essen machen. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, wenn ich einen blauen habe, den richtigen blauen, was wir mit denen zwei anstellen können. Und dann nächstes Mal werden wir auch bestimmt den goldigen hinbekommen. Mann!